Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Charaktervideo hier auf meinem Kanal. Heute zu Historia Reis bzw. Christa Lenz. Ja, diesen Charakter habt ihr auf den dritten Platz gevotet beim letzten Voting. Und wie immer an dieser Stelle werde ich erst spoilerfrei alles abhandeln. Und ab einem bestimmten Punkt werde ich in die Spoiler gehen. Und das werdet ihr dann aber auch sehen. Ich werde in die Videobeschreibung genau die Zeit packen, von wann bis wann die Spoiler gehen. Und ich werde es kurz bevor ich in den Spoilerbereich gehe, auch nochmal ankündigen. Ja, fangen wir an dieser Stelle aber auf jeden Fall an und wie immer fangen wir natürlich mit dem Alter und der Größe an. Und Historia ist zum aktuellen Anime-Stand 15 Jahre alt und ist 1,45 Meter groß. Und damit ist sie verdammt klein. Sie ist sogar so klein, dass sie die kleinste bekannte Person in Attack on Titan ist, die wir bis jetzt gesehen haben. Sie ist eine der, wenn nicht sogar die hilfsbereiteste Person, die wir kennen. Und solange es anderen gut geht, ist ihr alles recht. Sie stellt somit ihr eigenes Wohl erst hinten an und alle anderen, ja, haben sozusagen Vorrang. Ime schlussfolgerte schon öfters, dass Historia all das tut, um sich selbst einen Zweck und Sinn im Leben zu geben. Wieso Historia so ist, wie sie ist, erfahren wir vielleicht später im Spoiler-Part. Denn wir kennen zum aktuellen Anime-Stand ihre Eltern noch nicht, wissen aber, dass sie dem Adel angehört und die ganze Zeit unter dem Decknamen Christa Lenz gelebt hat. Wieso all das, erfahren wir wie gesagt noch später. Auch geschieht es des Öfteren, dass Historia versucht, sich indirekt umzubringen. Als Beispiel dient hier die Szene, als sie im Wintertrainingscamp ist mit Ymir und den anderen. Dabei ist sie bereit, Des zu retten, in Anführungsstrichen. Dabei stellt sie sich aber schon selber darauf ein, dass sie dabei in diesem Schneesturm stirbt. Das alles nur, um bei ihren Kameraden als gutes Mädchen im Gedächtnis bleiben zu können. Ymir selbst glaubt, dass ihre Vergangenheit damit zu tun hat, da sie für sich selbst einen Sinn zum Sterben finden will, aber auch generell Anerkennung von anderen haben möchte. In Staffel 1 hat sie noch eine sehr, sehr passive Rolle und fiel kaum großartig auf. Aber auch dort sahen wir schon ihre Hilfsbereitschaft, als sie zum Beispiel Sascha nach ihrer Strafe etwas zu essen brachte. Unter allen Rekruten der 104. Trainingseinheit belegte sie dann tatsächlich den 10. Platz und hätte zur Militärpolizei gehen können, auch weil Ymir ihr natürlich da unter die Arme gegriffen hat. Ihren ersten richtigen Auftritt hat sie, als sie Rainer, Armin und Jean mit Pferden rettet, als diese vom weiblichen Titan angegriffen wurden und von der restlichen Einheit getrennt wurden. In Staffel 2 kam ihr dann eine größere Rolle zugute. Wie schon erwähnt, bekommen wir einen Flashback mit ihr und Ymir, während sie im Wintertrainingscamp waren, als sie dann mit weiteren unbewaffneten Teilen des Aufklärungstrupps im Turm Utgard übernachten will, sehen wir erneut ihre Hilfsbereitschaft, als sie Rainer eine Armstütze baut mit Fetzen ihres eigenen Rockes. Generell ist sie sehr begehrt, muss man an dieser Stelle schon sagen, denn neben Rainer und Ymir hat selbst Armin schon angedeutet, dass er von Historia verzaubert ist. Aber zurück zu Turm Utgard. Als die Gruppe auf dem Turm von Titanen umzingelt wird, bewirft Historia die Titanen mit Steinen und versucht sich, wie schon erwähnt, wieder nützlich zu machen. Ymir hält sie dann jedoch zurück und verwandelt sich kurz darauf dann in den Kiefer-Titan bzw. den Jaw-Titan. Nach dem Kampf offenbart Historia dann auch ihren echten Namen zu Ymir, was sie vorher noch nicht getan hatte. Nachdem kurz darauf Rainer und Berthold sich als Titan outen, ist sie wieder sehr besorgt um Ymir, die neben Eren entführt wurde. Bei der Rettungsaktion wird Historia dann von Ymirs Titanenform in den Mund genommen und auch das klingt irgendwie komisch. Und bei der Flucht von Ymir, Rainer und Co. offenbart Ymir dann ihre Beweggründe, während Historia glaubt, dass sie ja eigentlich von Berthold und Rainer dazu gezwungen wurde, das Ganze zu tun. In Wirklichkeit will Ymir Historia gegen ihre eigene Sicherheit tauschen, so sagt sie es zumindest. Dabei glaubt Ymir eigentlich, dass die Mauern nicht mehr sicher sind aufgrund der Umstände, die außerhalb der Mauern vorherrschen, beziehungsweise aufgrund der Heimat von Rainer und Berthold. Und wie gesagt, will ich hier nicht spoilern, da das Ganze ja Manga-Content ist, aber Manga-Leser wissen, worüber ich spreche. Historias Willen, Ymir beizustehen, sieht man dann auch in diesen Szenen immer wieder. Jedoch bleibt Historia letzten Endes zurück und Ymir geht, nachdem sie sich noch kurz von ihr verabschiedet, mit Rainer und Berthold. Und kurz darauf endet auch schon die zweite Staffel und wir begeben uns an dieser Stelle in den Spoiler-Teil, bis wir wieder zu den Fakten kommen. Das heißt, Leute, schaut in die Videobeschreibung, da seht ihr dann nochmal genau, wann es mit den Fakten weitergeht. Und für alle anderen, bleibt jetzt dran, denn wir gehen in den sehr, sehr spannenden und sehr, sehr langen Spoiler-Teil. Wir fangen an dieser Stelle an. Viele haben sich ja schon gefragt, was es mit der Adelsfamilie von Historia auf sich hat, aus der sie stammt. Es ist nämlich nicht irgendeine Adelsfamilie, muss man dazu sagen, sondern es ist die königliche Familie innerhalb der Mauern. Historia ist nämlich das uneheliche Kind von Rotreis, dem König innerhalb der Mauern. Ihre Kindheit ist aber alles andere als königlich gewesen. Sie verbrachte nämlich ihre Kindheit auf einem Bauernhof, welcher ihrem Vater gehörte, und arbeitete dort als Kind schon.
Ihre Mutter und auch ihre Großeltern haben sie nie wirklich beachtet und so getan, als gäbe sie gar nicht. Ihre Mutter hat ihr nie irgendwelche Liebe zukommen lassen, sondern hat sie sogar verabscheut. Es ging sogar so weit, dass ihre Mutter sie schlug, als Historia sich auf ihren Schoß ausruhen wollte. Dabei sagt ihre Mutter, und ich zitiere das, wenn ich nur den Mut hätte, dich zu töten. Und welche Mutter sagt das schon, oder? Das Paradoxe an dieser Stelle ist, dass Historia über die Worte ihrer Mutter und auch den Schlag von ihrer Mutter noch erfreut war, denn das war das erste Mal, dass ihre Mutter wirklich mit ihr gesprochen hat und auch das erste Mal, dass sie was für sie getan hat. Also den Schlag hat sie quasi für sie getan und das fand Historia dann toll. Ja, das ist das Paradoxe an dieser Stelle. Und wo ich das Ganze jetzt hier nochmal so Revue passieren lasse, ist das schon echt hart traurig und das wird im Anime sicherlich auch sehr, sehr traurig umgesetzt. Dazu kommt dann aber auch noch, dass sie keine Freunde hatte, ja, und die anderen Kinder in den umliegenden Dörfern oder auch Häusern haben sie die ganze Zeit immer nur mit Steinen beworfen. Sie konnte sich, nachdem sie lesen lernte, dann wenigstens in die Welt der Bücher flüchten, wobei sie vieles über menschliches Miteinander lernen konnte. Umso mehr verstand sie nicht, wieso alle auf dem Bauernhof sie so abstoßend behandelten. Nur die Tiere hatten Historia irgendwie in ihr Herz geschlossen. Während all dieser Zeit gab es jedoch eine einzige Person, die ihr gelegentlich zur Seite stand und Zeit mit ihr verbrachte. Diese Person war Frieda Reiss und sie brachte ihr auch das Lesen bei. Bei ihr handelte es sich um Historias Halbschwester, welche zu dem Zeitpunkt der Titanwandler des Founding Titans war. Sie war es auch, die Historia beigebracht hat, ein in Anführungsstrichen gutes Mädchen zu sein, weshalb sie wahrscheinlich später auch immer so hilfsbereit gewesen ist. Da Frieda mit der Kraft des Founding Titans auch die Kraft hatte, die Erinnerung zu löschen, tat sie dies auch bei Historia nach jedem Treffen mit ihr, damit sie sich nicht an die Treffen erinnern konnte. Wenn sie sich dann wieder mit Historia traf, stellte sie die Erinnerung wieder her, bis zu dem Punkt, wo sie sich wieder von ihr verabschiedete. Ja, ich hoffe, das kam jetzt einigermaßen verständlich rüber. Ihr Leben sollte sich jedoch dann ändern, als die Mauer Maria zu Beginn der Story von Attack on Titan gefallen war. Kurz darauf tauchte nämlich ihr Vater auf, der König, und er wollte sie mit sich nehmen. Auf dem Weg zur Kutsche tauchte dann plötzlich die Militärpolizei unter der Führung von Kenny Ackermann auf. Diese hatte den Auftrag, sich um Historia und ihre Mutter zu kümmern. Und an dieser Stelle wird es gleich auch wieder etwas paradox und ich verstehe bis heute nicht zu 100%, wieso die Dinge so geschehen sind, wie sie geschehen sind. Kenny packt sich nämlich kurz darauf Historias Mutter und setzt ein Messer an ihren Hals. Und die letzten Worte ihrer Mutter waren dann, hätte ich dich doch bloß nie geboren. Wenn das die letzten Worte sind, ja, die deine Mutter zu dir sagt vor ihrem Tod, das ist schon echt krass, das muss ich schon sagen. Als Kenny dann auch Historia töten will, macht ihr Vater den Vorschlag, dass sie fortan ein Leben unter dem Namen Christa Lenz führen soll und dies auch am äußersten Rand der Mauern. So geschah es dann auch und Historia schließt sich schließlich zur gleichen Zeit wie Eren und Co. der 104. Trainingseinheit unter dem Namen Christa Lenz an. Und an dieser Stelle springen wir zeitlich gesehen zu den Geschehnissen direkt nach Staffel 2, nämlich den Uprising bzw. den Bürgerkriegs-Arc. Nachdem Ymir mit Rainer und Berthold gegangen ist, bezeichnet Historia sie sogar als Verräterin und Jean ist davon sichtlich irritiert, denn er kennt solche Worte nicht von der liebenswürdigen Historia und dabei offenbart sie selbst dann auch, dass die liebe Christa nur eine Rolle war, die sie immer wieder gespielt hat, um die Fassade aufrechtzuerhalten. Beim Mittagessen berichtet Historia dann auch den anderen in der Einheit über ihre Vergangenheit, die wir gerade schon besprochen hatten. Da sich mittlerweile herumsprach, dass Eren die Koordinate hat und Historia die Tochter des Königs ist, wurden beide gesucht. Armin und Jean geben sich dann als Double von den beiden aus, ja, und Armin gibt sich wirklich als Historia aus. Und dabei führen dann Eren und Historia, als sie sich verstecken, ein Gespräch unter vier Augen. Wobei Historia dann auch sagt, dass sie sich ihrer Rolle in der Welt nicht wirklich bewusst ist und sie daher alle anderen beleidet, die eine Rolle in der Welt gefunden haben. Auch macht Historia klar, dass nur Christa sich um andere gesorgt hat. Ihre wahre Persönlichkeit ist jedoch die eines Mädchens, welches nie Liebe oder Zuneigung erfahren hat. Auf die Frage, ob Eren sie deshalb jetzt nicht mehr leiden könnte, antwortet er, dass er ihr wahres Ich besser findet als die Fassade namens Christa, denn die erschien ihm schon immer irgendwie gruselig, weil sie immer so fröhlich und gut gelaunt war. In der Zwischenzeit stellte sich heraus, dass Historia die rechtmäßige Erbin des Throns ist, weshalb Levi und der Rest des Aufklärungstrupps alles daran setzen wollen, sie auf den Thron zu bekommen. Sie will diese Aufgabe jedoch nicht annehmen, was Levi auf die Palme bringt und er sie sogar am Kragen packt. Letzten Endes willigt sie dann ein, ihre neue Rolle anzunehmen. An dieser Stelle jedoch, lange Rede, kurzer Sinn,
Historia und Eren werden letzten Endes wirklich noch von Kenny Ackermann entführt und zu einem Ort unter einer Kapelle gebracht. Dort ist dann auch Rod Reiss, Historias Vater. Obwohl sie nur Abneigung gegenüber ihrem Vater hat, ist sie dann doch überraschend emotional, als dieser sich bei ihr entschuldigt. Der Grund für die Entführung der beiden offenbart sich dann jedoch auch kurze Zeit später. Da Historia königliches Blut in sich trägt, soll sie Eren fressen, welcher neben dem Attacker Titan auch noch den Fawning Titan in sich trägt. Ja, Eren hat zwei Titanenkräfte in einem, aber er benutzt die ganze Zeit immer nur den Attacker Titan. Also der Fawning Titan gehörte ursprünglich der königlichen Familie. Grisha, also der Vater von Eren, war es jedoch, welcher in einem Kampf mit Historias Halbschwester Frieda den Fawning Titan gestohlen hat. Dies alles offenbart sich, als Historia und Rod ihre Hände auf den Rücken des angeketteten Eren legen. Auch erinnert sich Eren an dieser Stelle, wie er seinen eigenen Vater gefressen hat, um von ihm die Titanenkraft zu bekommen. Ein Video zum Thema, wie Titanenkräfte vererbt werden, findet ihr oben rechts in der Infocard, das habe ich nämlich schon vor kurzem gemacht. In jedem Fall soll Historia sich dann durch eine Spritze mit Titanium in einen Titanen verwandeln und den depressiven Eren fressen, um so seine Kräfte zu erhalten. Historia erfährt in diesem Moment dann auch, dass sie das Wissen über die Welt und den Willen des ersten Königs der Mauern erben wird, wodurch sich ihre Persönlichkeit ändern wird und sie alles zum Wohle des Erhalts der Mauern tun wird. Immer wieder drängt ihr Vater sie dann, die Spritze zu nehmen und Erens Kraft an sich zu nehmen. Irgendwann schreitet dann aber Kenny Ackermann ein und hält Rod Reiss eine Pistole an die Schläfe. Historia will dann ihrem Vater helfen, dabei erklärt Kenny ihr dann, was sie eigentlich erwartet. Er sagt ihr, dass ihr Vater sie nur am Leben gelassen hat, für den Tag, an dem sie ihm nützlich sein könnte und die Rolle des Fawning Titans einnehmen könne. Eigentlich wäre sie ihm wirklich egal. Es stellt sich dann heraus, dass Rod Angst hat, ein Titan zu werden und deshalb schon sein kleiner Bruder und seine älteste Tochter den Fawning Titan statt ihm geerbt haben. Er ist also ein echter Feigling, muss man an dieser Stelle sagen, der keine Lust hat, verfrüht zu sterben aufgrund des Fluchs von Ymir und auch seine Persönlichkeit irgendwie nicht verlieren will. Ich meine, ich kann es nicht unbedingt abstreiten, dass ich das nicht auch wollen würde, aber trotzdem ist es ja recht feige, das auf seine Kinder abzuwälzen. Letzten Endes gibt Kenny Rod frei und geht zu Eren, welchen er an der Stirn verletzt, damit dieser sich in einen Titan verwandeln kann. So sollen Historia und Eren quasi als Titan dann um die Fawning-Titan-Kraft kämpfen. Da Eren jedoch jede Motivation zu leben verloren hat, aufgrund der Taten, die sein Vater begangen hat, will er von Historia gefressen werden. Und diese stimmt auch erst zu, entscheidet sich jedoch dann um, als sie erfährt, dass sie nichts ändern wird, weil der Wille des ersten Königs sie dazu zwingen wird, die Mauern und auch die Titanen aufrechtzuerhalten. Sie wirft ihrem Vater dann auf den Boden und auch die Spritze mit Titanium. Als sie dann Eren befreien will, leckt ihr Vater die Substanz vom Boden und verwandelt sich in einen übergroßen Titan, der 120 Meter groß ist und somit doppelt so groß wie der kolossale Titan bzw. Berthold. Nachdem Historia und Co. sich dann in Sicherheit bringen können, läuft der 120 Meter große abnormale Titan Amok und direkt auf die Mauern zu. Mit einem Pferdekarren verfolgen sie, Eren und einige Mitglieder des Aufklärungstrupps, den Titan und Eren versucht dabei verzweifelt die Koordinate zu nutzen und ihn damit zu kontrollieren. Da er aber noch nicht weiß, wie er die wirklich nutzen kann, funktioniert es nicht und so muss Rod Reiss getötet werden. Dabei will Historia auch einen Part übernehmen und sich quasi ihren Platz als Königin verdienen, indem sie das Volk selbst rettet. Nachdem Eren in seiner Titanenform den Kopf des Titanen dann mit Sprengstofffässern wegsprengt, schneidet Historia die richtige Stelle im Nacken des Titans heraus, wodurch dieser in Dampf explodiert und dadurch wird sie dann bis in die naheliegende Stadt geschleudert auf einen Karren, auf einen Heukarren, wo sie nach ihrer Ohnmacht umringt von den Bürgern aufwacht. Sie offenbart den Bürgern dann, dass sie Historia Reiss ist, die rechtmäßige Königin innerhalb der Mauern und kurze Zeit später wird sie dann auch gekrönt und ist Königin. Außerdem eröffnet sie noch ein Waisenhaus für Kinder, wo sie auch in ein Gespräch mit Eren über die Welt und die Zukunft kommt. Ja, und das Gespräch ist recht interessant, wie ich finde. In diesem Gespräch sieht man nämlich, dass sie Eren gar nicht so schlecht findet und sie errötet dabei sogar und das gefällt Mikasa natürlich überhaupt nicht. Sie ist sehr mürrisch und geht direkt dazwischen und dadurch wird das Gespräch leider unterbrochen. In den darauffolgenden Arcs hat sie dann keine große Rolle mehr gespielt, auch natürlich, weil sie jetzt Königin ist und nicht mehr so sich einfach in den Kampf schmeißen kann. Ich rechne aber damit, dass sie in der Zukunft noch einmal einen wichtigen Part übernehmen wird. Da ich dies
nicht in den spoilerfreien Part packen kann, kommt hier auch noch ein kurzer Fakt zu ihr. Historia ist die letzte direkte Nachfahrin der Reis-Familie und somit neben Siegjäger, also Erens Halbbruder, der ebenfalls königliches Blut hat, die letzte Person mit königlichem Blut, welche in der Lage wäre, den Founding-Titan zu kontrollieren. Also sind mit Sieg und ihr nur noch zwei Personen, zumindest die wir kennen, übrig. Und an dieser Stelle verlassen wir dann auch den sehr, sehr langen Spoiler-Part und gehen jetzt in den Faktenteil über. Historia ist unter den Männern sehr beliebt und unter denen der 104. Trainingseinheit hält sie sogar den Titel als Göttin inne. Ja, das haben wir auch schon des Öfteren gesehen, dass manche Charaktere sie so genannt haben. Und in ihrer Ausbildungszeit in der 104. Trainingseinheit bekam sie außerdem sehr, sehr viele Liebesbriefe, welche alle von Ymir abgefangen wurden, zerstört wurden und letzten Endes weggeworfen wurden. Ja, Ymir lässt nicht gerne irgendwelche Leute an ihre Krista ran. In Band 11 von Attack on Titan gibt es eine Extra-Seite, die von Hajime Isayama selbst gezeichnet wurde und da hat er zum Beispiel auch Krista bzw. Historia als Titan gezeichnet. Und dieses Bild, Leute, auch wenn ihr das jetzt hier seht, ist zwar von ihm gezeichnet, ist aber nicht Canon. Ja, das hat er einfach so aus Spaß gemacht, wie würden sie aussehen als Titan. Deswegen ist nicht Canon. Ja, sie hat Engelsflügel dabei und das soll das, glaube ich, dieses Göttliche in Anführungsstrichen nochmal bei ihr unterstreichen. Auf der Animagic 2014 in Bonn bestätigte der Anime-Produzent George Wada, ja, der ist wirklich so, dass Ymir und Historia in Anführungsstrichen ein Paar sind. Das kann man jedoch verschieden auslegen, denn allein, weil sie immer zu zweit auftreten, könnte man jetzt sagen, schon, sie sind ein Paar. Er hat nicht irgendwie das Wort Pärchen benutzt, sondern das Wort Paar. Und ob damit ein romantisches Paar gemeint war, hat Wada dabei selber nicht ausdrücklich gesagt. Dass bei den beiden jedoch romantische Gefühle vorzufinden sind, ist nicht abzustreiten, auf gar keinen Fall. Auch weil Ymir sie immer tröstete, wenn sie nachts Albträume hatte. Es wird überwiegend daher auch davon ausgegangen, dass Historia homosexuell ist. Jedoch würde ich persönlich aufgrund ihrer Reaktion bei den Momenten unter vier Augen mit Eren, wo sie auch errötet, zumindest davon ausgehen oder deuten, dass sie bisexuell ist. Das ist an dieser Stelle aber nur meine Meinung, Leute. Und hiermit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ja, es war ein sehr aufwendiges Video wieder. Und ich hoffe, es hat euch an dieser Stelle gefallen, ja, deswegen dürft ihr gerne liken, falls das der Fall ist. Kommentiert mit eurer Meinung zu Historia. Was erwartet ihr noch von diesem Charakter? Habt ihr vielleicht irgendwas hier erfahren, was ihr so nicht gedacht hättet? Denn Historia ist ja wirklich ein sehr, sehr interessanter Charakter und das ist mir nochmal bewusster geworden, als ich dieses Video hier erarbeitet habe. Wirklich hat sehr, sehr Spaß gemacht, dieses Video. Ja, lasst auch ein Abo da, falls ihr das nicht schon getan haben solltet und schaut bei mir auf Twitter vorbei. Da bleibt ihr immer auf den aktuellsten Stand. Link ist in der Videobeschreibung und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, meine lieben Freunde. Und ich sage ciao und tschüss.